Oha, einfach auf Muscle Shirt angelehnt. Oje. Jetzt haben wir kein Intro, gell? Scheiße. Der Leute, was geht ab? Nächste Video am Start und grüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Zack. Wir beginnen mit dem Unboxing, das sehr viele erwartet haben. Wer sich erinnern kann, wir haben vorletzte Woche im Stream auf Twitch Chef Maximilian einen Shopping-Vlog gemacht und der Plan war, eine Woche zu warten. Eineinhalb Wochen haben wir jetzt sogar gewartet oder fast zwei Wochen, damit alles ankommt. Das hat leider nicht funktioniert, denn wir haben bei fünf Seiten bestellt, die eher unbekannt sind und ja, zwei von den Seiten kommen aus Los Angeles und die anderen drei, die haben mir noch nicht mal eine Tracking-Nummer geschickt. Ich hoffe, die Pakete kommen noch an oder ist es Scam? I don't know. Hab schon eine Mail geschickt, don't know, wo die sind. Das heißt, hauptsächlich Farfetch ist angekommen, HBX ist angekommen. Ich habe zwei so Kleinigkeiten auf Amazon bestellt und ich war auch beim neuen Balenciaga Store in Wien shoppen, habe da was gekauft und das sind die Dinge, die wir unboxen. Prinzipiell zum Unboxing, Freunde. Wer es nicht schon mitbekommen hat, mein Style verändert sich jetzt in eine gewisse Richtung, die ich irgendwie mehr fühle und die nicht mehr so beeinflusst ist von irgendwelchen Trends und Hypes. Das war ja eher in der Vergangenheit so, dass ich mehr so im Hype-Game unterwegs war. Ich habe auf das keinen Bock mehr. Ich möchte eigentlich nur mehr das tragen, was ich so fühle, unabhängig davon, was andere davon halten. Und die zukünftigen Dinge, die jetzt kommen werden, sollen euch vielleicht auch auf eine gewisse Art inspirieren, euren eigenen Style zu finden und nicht die ganze Zeit links und rechts zu sehen, was machen andere so, was ist jetzt cool und angesagt, sondern euch einfach mehr zu trauen, diese Dinge zu tragen, die ihr fühlt und das Ganze mit Selbstbewusstsein. Ganz kurzer Plug noch, nächstes Monat, kommendes Monat, Juni, Ende Juni ist es soweit, Tabula Rasa erscheint, da werden Produkte kommen, die nicht nur unfassbar bequem sind, die nicht nur inside out getragen werden können, die nicht nur nice Colorways haben, sondern die auch Produkte darstellen, die ihr wirklich jeden Tag tragen könnt. Wer es im Vlog verfolgt hat, unten in der Infobox verlinkt, trage ich meine Tabula Rasa Produkte fast jeden Tag, weil es einfach so unfassbar geschmeidig ist. Das war es aber jetzt schon mit dem Plug. Wir starten direkt los. So, ich habe zum einen bestellt etwas, das mir so ein bisschen die Skate-Vibes von früher zurückgibt. Ich gehe jetzt mit meinem Style so ein bisschen in eine Richtung, die ich schon mal gefahren bin. So in dieser Skater-Punk-Schiene. Das ist was, was mich einfach heute auch noch unfassbar anspricht, wo ich jetzt, ich will jetzt nicht sagen gezielt oder bewusst wieder reingehe, sondern einfach, weil ich es gerade fühle, mache ich das. Und ich habe mir so diese klassische, auf Amazon einfach bestellt, so diese klassische Kette gekauft, die man so an der Jeans tragen kann, wo man die Geldbörse montiert. Man kann es hier, das sind jetzt zwei so Dinger dran, einmal hier und einmal da. Kann man ganz schlicht, ich glaube, die hat 12 Euro oder so gekostet. Ich glaube, mit einer schwarzen Jeans könnte das ganz nice kommen. Gibt mir einfach so ein bisschen die Vibes back, war nicht sonderlich teuer, ist so ein kleines Accessoire, das ich mir geholt habe. Okay, und jetzt geht's aber wirklich los mit dem ersten Farfetch-Paket. Was könnte da drin sein? I don't know. Wir haben bei Farfetch, ich glaube, 1500 Euro liegen gelassen. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Und dann kommt noch dieses Ding von Balenciaga dazu. Da könntest du dann gleich einmal raten, was das gekostet hat. Ja, und auch die Spinnen, wo ich den Preis gehört habe. Ich werde natürlich auch alle Sachen gleich für euch anprobieren. So. So. Schauen wir da gleich mal rein. Ah, das ist der Gürtel. Wir haben einen Ferragamo-Gürtel bestellt. Auf Anzugträger-Bonzen angelehnt. Kann auch sein, dass der gleich viel zu klein ist. Okay, das ist der Gürtel. Ah, die Schnalle ist nochmal extra eingepackt. Ich habe einen 1 Meter langen Gürtel bestellt. Also, I don't know, so wie ich zugenommen habe, ob sich das ausgeht, aber wir werden es gleich mal sehen. Zack, das ist der Gürtel. Was mir gut gefallen hat, ist dieses Mattschwarz und dann nochmal dieses Silber. Das erinnert mich einfach an die Kugellager von Skateboards damals. Ah, es geht mal die niceste Zeit. So, ich werde jetzt gleich mal schauen, ob der auch passt. Jawohl! Wir haben einfach mit dem Maßband abgemessen und es stimmt. So eher schlicht und dünn gehalten. Finde ich gut, kann man machen. So, ich sage euch gleich, ich habe noch so ein bisschen was vor mit dem. Bezahlt haben wir für den 225 oder so. Ich glaube, der war nicht so arg übertrieben teuer. Mein Plan ist folgender, diese Anzugträger-Vibes umzuformen und dann Nieten drauf zu machen. Aus dem Gürtel einen Nietengürtel zu machen. Das ist so ein kompletter Stilbruch und das fühle ich einfach komplett. Also der wird von mir noch customized mit Nieten, weil ich Nietengürtel einfach damals auch gefeiert habe. Also es wird wild, Freunde. Es wird wild. Gut, wir schauen rein im nächsten Paket. Ich weiß nicht, was da drin ist. So, wir schauen rein. Wieder Botzen-Werbung mit am Start. Und jetzt hier dieses Ding. Das wird die Elix-Kette sein, glaube ich. Das kann, glaube ich, gut sein. Schauen wir rein. Und es ist von, ja, Elix. Wir haben uns eine halb transparente, halb, naja, drittel goldene Kette geholt. Sollte da jetzt drin sein. Ah, nochmal schön verpackt. Ah, wir haben natürlich wieder dieses Säckchen da mit drin. Und wir schauen einfach mal rein. So, oh.
Das ist ja wieder ein Joker. Das ist einfach wieder ein Joker, Leute. Wie viel haben wir bezahlt? 300 Euro? Das ist ja wieder komplett, das kann ich als Armband tragen. Das geht sich ja nicht einmal um meinen Bizeps aus. Schade, ich wollte einfach eine längere Kette. Boah, ich krieg den nicht mal um den Hals. Ja, vergiss. Das war wieder lost. War einfach wieder lost. Kette ist auch irgendwie verdreht. Vergiss das. Schau das an. Schau mal, wie ich da gewürgt werde. Fail einfach. Einfach wieder komplett fail. Ich schaue schon wieder aus wie so ein Sklave von irgendeinem SM-Club. Das gibt sich. Jedes Mal habe ich ein Pech mit diesen Ketten. Ich will diese Kette haben, weil die finde ich schon sehr nice. Bicolor einfach. Auch mit dieser Schnalle. Finde ich schon ganz cool. Aber das ist einfach, das kannst du nicht einmal tragen. Selbst wenn du es ein bisschen enger willst. Oha. Okay, das wieder mal ein Lost Pickup. Das haben wir das zweite Mal in Folge verschissen. Ich hoffe, beim dritten Mal klappt es dann. So, passt. Elix-Kette hat mal nicht gepasst. Gehen wir weiter zum nächsten Farfetch-Paket. Wir haben, glaube ich, ein Jacquemus-Hemd bestellt. Ich weiß nicht, vielleicht ist das da jetzt schon drin. So, schauen wir rein. Ich weiß gar nicht mehr. Wir haben, glaube ich, noch irgendein anderes Hemd auch bestellt, oder? Ja, dieses schwarze Hemd haben wir uns geholt. Das war nicht allzu teuer. Da steht, wir haben 744 Euro dafür bezahlt. Das stimmt nicht. Das hat doch nur 150 oder so gekostet, dachte ich. Ah, das kann nicht sein. Das ist das Hemd von der Marke. Bro, wie hieß die Marke? Ich kannte die Marke selber nicht, aber ich schaue prinzipiell jetzt nicht mehr so krass auf Marken, sondern ich kaufe halt, was mir gefällt. Ich denke, es hat... Ah, da steht sie. 5 cm heißt die Marke. Für alle, die mit Mikropenis im Ferrari fahren wollen, ist das, glaube ich, die richtige Marke. Das ist das Hemd. Wir haben es, glaube ich, bestellt in einer L oder so. Jetzt... Ah, ich finde das ganz cool. Das hat irgendwie so Totenköpfe mit Irokese. Das geht ja eh schon wieder so in den Punk-Style. Das ist eigentlich ganz nice. Ich werde das jetzt einfach mal anprobieren. Ich werde das gleich über das Shirt drüber ziehen, weil vielleicht kann man das beides so tragen. Ansonsten ziehen wir einfach irgendein weißes Unterhemd dazu an und fertig. So in die Richtung. Aber schwarz mit so weißem Graffiti kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Bin schon gespannt, wie es fittert. Ist ein Kurzarmhemd aus Seide. Fühlt sich sehr hochwertig an, muss ich sagen. So, probieren wir das mal an. Ja, mit dem Shirt vielleicht jetzt nicht unbedingt dazu, aber fit ist nice. Fit kann man machen. Da etwas oversized, trägt sich angenehm. Wenn es im Sommer mal ein bisschen kühler ist mit einem Shirt drunter, kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Also ich finde es vom Fit her schon ganz gut. Das ist der Bag. Cooles Pickup. Ich bin zufrieden. Ja, Design ist natürlich eine Streitfrage, aber es ist schwarz, es ist schlicht. Ich finde die Printings ganz cool mit dem Totenkopf. Aktuell habe ich sowieso immer so ein bisschen Bock auf Totenköpfe. Und der Stoff ist Bombe. Das ist das Hemd. 5 cm die Marke. Gibt es auf Farfetch. 140 Euro, nur zur Info. So, schauen wir zum nächsten. Und ich glaube fast, das ist das Jacquemus-Hemd. Das ist jetzt eher was Abgespacederes. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht mir ein weißes, schlichtes Shirt hole, damit das dann beim Unboxen oder beim Anziehen bisschen anders rüberkommt. Ich hole mir jetzt kurz ein weißes Shirt. Ich sag's euch, wie es ist. Beim Jacquemus-Hemd bin ich gespannt, wie das vom Fit her ist. Ob das mein Vibe ist oder nicht. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Aber ich habe mich da ein bisschen inspiriert an Robert Friedrichs. Grüße gehen raus. Der hat so eins in grün getragen. Das fand ich wirklich mega, mega cool. Und dann hatte ich diese Hemden zum ersten Mal so ein bisschen am Schirm und habe mir gedacht, why not? Mir hat das Printing auch gut gefallen. Ist so ein bisschen abgespaced, ja. Aber wir werden sehen, wie das Ganze an mir kommt. Weil nur wenn es an wem anderen gut aussieht, heißt ja noch lange nicht, dass es beim selber auch lauernd ausschaut. So, da ist das Ding nochmal in Seide verpackt. Wir sehen schon, es ist ein beiges Hemd. Ah, das ist ja vom Stoff her sehr, sehr fein. Schaut folgendermaßen aus. Hat ein sehr extravagantes Printing, wie ich finde. Also so diesen Brunch-Vibe ein bisschen. Aber ich finde diesen beigen Farbton sehr, sehr schön. Und Printing, jetzt wo ich es nochmal genau sehe, was hat ein Schraubenschlüssel einfach mit einer Kanne und einem Frühstück zu tun? I don't know. Aber ich bin gespannt jetzt, wie das fittet. Das ist natürlich die nächste Frage. Wir haben es, glaube ich, in XL bestellt. Und wir haben es teurer gekauft. Ja, wir haben, glaube ich, 350 dafür bezahlt. Oder 450 sogar. Und ich glaube auf Bräuninger oder was gibt es noch günstiger. Man kann nicht immer abstauben. So, jetzt darf man gespannt sein, Freunde. Jetzt wird spannend. Boah, das ist ja nice. Bro, das hätte ich nicht gedacht. Cool. Also ich fühle es komplett. Boah, das ist wirklich, der Schnitt ist krank. Sehr, sehr geil. Auch mit diesem Crop-Tee kommt das nice, finde ich. Fühle ich komplett krank. Sehr, sehr geil. So, wir schauen uns das HBX-Paket an. Und ich weiß halt jetzt schon, was da drin ist, weil das ist das Einzige, das wir auf HBX bestellt haben. Übrigens eine gute Alternative zu Farfetch. Die haben oft viele Dinge nicht und HBX hat die halt schon. Kommt, ich glaube, das wurde aus Hongkong hergeschickt. Das Paket kommt auch sehr schön verpackt, wie ich finde. Schauen wir rein, Leute. Auch nochmal wie bei Farfetch. Also die stehen in der Qualität nichts nach Farfetch. So, die machen... Die Verpackung ist schön, die Preise sind vollkommen in Ordnung. Da ist jetzt so eine Art Hockey-Shirt. Das ist das Ding.
Meine Überlegung war, wenn mir die langen Ärmel nicht gefallen, dann schicke ich es nicht zurück, sondern schneide die einfach ab. Kann man schon mal machen. Boah, das ist aber sehr dicker Stoff. Das ist aber sehr, sehr dicker Stoff. LMC heißt die Marke. In so einem Blau. Das ist ja sehr, sehr wild. Ah, wir haben hier so Prints, 3D-Printings. Auch hier nochmal Lost Management Cities. Ich habe absolut keinen Plan, was das bedeuten soll, aber ich fand es wegen dieser Grafik vorne sehr, sehr nice. LMC, eine Marke, die vielleicht nicht allen bekannt ist. Das ist das Ding. Ich probiere das jetzt gleich mal an. Boah, sehr oversized das Ganze. Ja, aber das ist so ein bisschen baggy. I don't know. Mich fragen immer alle, warum ich so mit den Achseln zucke. Ich weiß ehrlich gesagt selber nicht. Ja, I don't know. Ich finde das Motiv weiterhin cool. Ich finde auch den Schnitt oben nice. Aber ich glaube, ich will das mit kurzen Ärmeln haben. Ich glaube, ich werde das einfach abschneiden. Sag's euch, wie es ist. Ist mal was anderes. Vom Tragekomfort her nicht wirklich komfortabel, sage ich euch auch. Aber ja, ich finde, schaut mal, bis daher ist nice. Ich schaue auch extrem breit aus, kommt man gerade. Aber ab dann, diese Ärmel, die verkacken es einfach so ein bisschen. Ich glaube, ich werde die Ärmel abschneiden und dann schaut es ganz anders aus. Aber von der Farbe her und vom Printing her, absolut wild. Sowas habe ich noch nie gesehen. Finde ich mega cool. Was? Na, es ist nicht der nächste Tag und wir schummeln da jetzt noch schnell zwei Pakete rein, die heute erst angekommen sind. Sieht mir auch an meinem Shirt. Ich habe das gleiche an. Das Licht hat sich einfach kurz verändert. Kein Plan, was drin ist. Die schauen wir uns ganz kurz an. Ich denke, die sind von eins von den fünf Seiten oder zwei von den fünf Seiten, die eher unbekannt sind. Wer sich immer fragt, was sind das für Seiten? Schaut einfach den Shopping-Stream. Der ist eh auch am Kanal online. Ich glaube, vorletztes Video oder vorletztes Video. I don't know. Da seht ihr, wo wir überall bestellt haben. Okay, schaut nach einer Cap. Achso, nein, ich sehe da noch gar nichts. Da irgendwie. Aha, das ist da einfach eingepackt. Ah, das ist nichts aus dem Shopping-Stream. Das ist von einem Berliner Künstler gekauft. Wir haben hier eine New Era Cap und die wurde quasi wie so ein Spinnennetz mit Perlen versehen und unten haben wir dann nochmal dieser Stacheldraht. Das ist der Künstler, mit dem ich zukünftig auch zusammenarbeite für die Kollektion MM Erotica. Da kommen ja dann Bucketheads mit Stacheldraht und das ist die Cap. Ja, bisschen groß, oder? Die ist ein bisschen riesig, aber das werden wir schon noch. Na, es geht halbwegs. Die finde ich ganz cool. Klar, nicht jedermanns Sache, aber ich finde die nice. Auch mit diesem Orangeton, was fast schon irgendwie so beige ist. Ganz, ganz cool. Vielen Dank dafür. So, und da kann ich mir schon vorstellen, was da drin ist. Freunde! Wer ist jetzt der Etat-Didon? Wahrscheinlich will sowieso keiner sein außer ich, aber ich bin es. Yes! Aber das schaut klein aus. Das schaut ziemlich klein aus. Hinten steht dann nochmal ein Tadi. Ich glaube, das kann klein werden. Ich probiere es mal. Ah, scheiße, ich bin fix zu breit für das Shirt. Na, oha. Einfach auf Muscle-Shirt angelehnt. Oje, oje, das ist nix. Okay, wenn ich irgendwo in den Club gehe und die Mädels beeindrucken will, ist, glaube ich, ein Tadi wahrscheinlich auch der falsche Weg. Ja, das ist nix. Ich glaube, das ist eine L und ich hätte fix XL braucht. Na, das sind so richtig die Krocherzeiten von früher. Okay, zurück zum Video. Achso, wir sind eh noch im Gleich. Okay, passt. In Wien hat ein neuer Balenciaga-Store geöffnet und die Store-Managerin hat mich zu einem Termin eingeladen, weil sie vielleicht gern mit mir kooperieren würden. Diese Kooperationen, die entscheidet aber nicht sie, sondern das macht Demna direkt und ich werde jetzt quasi Demna vorgeschlagen, ob man mit mir kooperieren möchte oder nicht. Ich habe keine großen Erwartungen, aber es wäre natürlich krank, wenn das passieren würde. Ich würde mich unfassbar freuen. Aber ich war in diesem neuen Balenciaga-Store. Die haben übrigens sehr, sehr geile Sachen. Auch Taschen und so weiter, die mir extrem gut gefallen haben. Und ich habe mich nicht lumpen lassen und habe was mitgenommen. Ein Shirt, das vielleicht manchen von euch gefällt. Ist unfassbar distressed. Was ich aber sehr cool finde, gibt mir so ein bisschen die Givenchy-Vibes. Allerdings auch nice. Und der Colorway sick. Jetzt bin ich gespannt auf euer Feedback zum Colorway. Das ist das Ding einfach. Vorne ganz normal einfach Balenciaga stehen und jetzt sieht man schon überall, wie das distressed ist. Also auf richtig distressed. Komplett zerstört. Ich bin schon sehr gespannt, wie es euch gefällt. Vom Fit her gefällt es mir gut. Ich glaube, das ist wieder übrigens Unifit. Es gibt jetzt nicht nur Unisex, sondern auch noch Unifit. Das bedeutet einfach Unisex, nur anderer Schnitt. Farbe ist nice, finde ich. Gerade für den Sommer, jetzt wo es hoffentlich mal wärmer wird und besseres Wetter wird. Das ist ein richtiges Shirt, das ich im Vogel zum Proletieren anziehe. Freue ich mich schon. Das ist das Ding. Es ist sehr oversized. Es ist wirklich sehr oversized. Aber die Ärmeln fallen richtig, richtig nice. Der Farbton ist crazy. Es ist wieder sehr, sehr lang natürlich vom Balenciaga. Also das wäre auch safe gegangen, wenn man es einfach so hätte, auf dieser Länge. Aber es ist halt, Balenciaga macht halt jetzt richtig krass oversized.
Da hat man überall diese Distressed-Einschnitte, also das ist wirklich komplett bearbeitet. Auch hier hinten nochmal am Rücken und hier unten, wie man sieht, fühle ich aber komplett. Ich habe das Shirt in Rot bei Justin Bieber gesehen, fand es übel nice. Und im Balenciaga-Store hatten die das in Schwarz, aber der Farbton, der hat mich einfach gecatcht. Auch jetzt im Sitzen, wenn man schaut, finde ich es eigentlich ganz cool. Und gekostet hat es, jetzt kommt es, 595 Euro. Warum? Weil diese Einschnitte natürlich alle an der gleichen Stelle sind bei jedem einzelnen T-Shirt und das ist ein zusätzlicher Arbeitsschritt und deswegen ist es teurer. Einfach, meine Oma wird auszucken. Erstens einmal wegen so einem Shirt und zweitens, dass ich für das auch noch so viel Geld ausgebe. Aber ich finde den Colorway komplett nice und ich freue mich schon, wenn ich das dann im Vogel anziehen kann. Okay, nein, ich fühle es klassisches Poser-Shirt einfach, aber ich finde es cool. Okay, zum letzten Paket. Wie man hier erkennen kann, habe ich es natürlich noch nicht ausgepackt. Es sind die Sneaker, die wir von Off-White bestellt haben und ich bin unfassbar enttäuscht. Ich bin sowas von enttäuscht. Ich habe die heute, gestern wollte ich die anziehen und mal tragen, weil die so einen schönen Colorway haben. Und zwar dieses Dunkelgrün mit so einem helleren Grün. Vom Aussehen her absolut nice. Was ich gar nicht wusste, dann sieht man jetzt hier, der hat hier unten eine Zunge mit Laces und oben drüber nochmal eine Zunge mit Laces. Und keine Ahnung, ob es am Schuh liegt. Man merkt, wenn ich meinen Fuß daneben stelle, dass die Größe passt. Wir haben ja Size 41 in italienischer Größe gekauft. Wir haben das vorher umgerechnet, ob das 43 wäre. Aber ich komme einfach nicht rein. Also ich war schon drin, aber es fühlt sich nicht so gut an. Nein, das Ding ist am Riss einfach viel zu eng. Ich habe einen hohen Riss und von dem her ist es schon mal schwierig. Und diese Lasche da hinten, das da, drückt so extrem hinten in die Ferse oder in die Achillessehne rein, dass ich nicht mal einen Schritt gehen konnte. Also sowas von unbequem, nicer Schuh, aber passt mir einfach gar nicht. Ich werde ihn zurückschicken und nochmal zwei Größen größer bestellen, dann probieren und wenn es dann immer noch nicht geht, tschüss. Ein Fehlkauf, kann man nichts machen. So, es war wieder mal nicht alles super, die Kette war ein Fail, das war's. Ansonsten bin ich eigentlich sehr zufrieden mit der Ausbeute. Ja, nicht vergessen, bald MM Tabula Rasa, gell? Oi, da Outro haben wir jetzt auch keins, gell? Na, Outro haben wir. Wenn euch das Video gut gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert diesen Kanal und ich verlinke jetzt auch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns beim nächsten Video am Freitag oder Sonntag. Wird sich sehen. In diesem Sinne, das ist von mir der Ree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